Ich poliere dir mal so richtig. Und zweitens haben wir hier jetzt ganz schön viele Magier, die hier zaubern und Unsinn machen. Au. Bei den Hundrei. Ich habe ein ungutes Gefühl. Genau, das ist die miese Tour. Deswegen bleiben wir hier in der Aufstellung. Gut. Jeder macht seine Zauber. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Ja. Du machst noch den Zauber hier. Du wirkst Hast. So. Ich bin ganz Ohr. Und dann machst du noch deine Kugel. Was wollt ihr? Gut. Dann können wir zuerst mit ihm hier reden. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja. Ich polier dir mal so richtig. Und dann stellen wir jetzt hier auf. Und sagen das hier. Ich polier dir mal so richtig. Und dann wird der Wirt wenigstens nicht aggressiv. Was? Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Dafür sind die anderen jetzt alle aggressiv. Und die müssen wir gucken, dass wir sie wegbekommen. So, der ist gefiert. Okay, der ist schon mal weg. Ja. Oh, und wir können mal die KI anschalten. So. Was immer ihr braucht. Du suchst dir jetzt mal den anderen Magier, der hier irgendwo dazwischen ist. Ach nee, das ist der da. Den sieht man an, dass durch seinen Doppelgänger, dass er ein Magier ist. So. So. Die verprügeln wir jetzt mal ordentlich. Und sie sind tot. Gut. Nichts leichter als das. Ich kann mich nämlich noch ziemlich genau an den Eben und Umhang erinnern, was hier für Kacke abgehen kann. Wenn man nicht aufpasst. Oh. Aber die haben nette Sachen dabei. Eispfeile. Ein paar Feuerpfeile, so. Oh ja, der da fehlt noch. Ich bin ganz Ohr, schon erledigt. So, geh mal näher ran. Das ist ein Gegenstand zu verkaufen. Das sind Pfeile für dich. Das ist ein Schwert, was wir verkaufen können. Die beiden Sachen haben wir noch zu identifizieren und die Robe. Die Robe kann sie nicht identifizieren. Die Armbänder. Ja, dafür haben wir alles keinen Zauber. Oh, und das kannst du wieder. Dein Inventar ist voll. Deins ist voll. Feuerpfeile. Eispfeile. Wer hat gerade Eispfeile? Minsk. Minsk hat Eispfeile. Dann kriegt er die auch noch. So, und alle anderen Pfeile sind eh bei Imoen. Gut. Ja, nichts leichter als das. So, das wäre erledigt. Jetzt können wir nochmal mit dir hier reden. Wir sind heute Abend durch eure Anwesenheit geehrt und von euren Fähigkeiten beeindruckt worden. Ich möchte euch dennoch bitten, mich jetzt zu entschuldigen, denn einige meiner Leute sind verwundet und müssen sich behandeln lassen. Auf dass die Häuser von Talisa und Goblin für immer Freunde bleiben mögen. Kommt Männer und tragt eure Wunden mit Stolz. Die Jungs wurden eigentlich gar nicht verwundet. Mit einem Whisky. Ihr könnt jetzt nicht ruhen, weil was wollt ihr? Wir alle verteilt stehen, nehme ich mal an. Gut. Aber hey, das ging ganz Whisky. Gut. Ja, ich möchte einmal schlafen. So. Ja, gut. Dann kannst du mal hier identifizieren. Robe eines Abenteurers kann verkauft werden. Streitaxt kann verkauft werden. Abwehrarmbänder können verkauft werden. Was wollt ihr? Du bist ja ein komischer. Ich hab genug so, davon. So, immerhin. Geht jetzt mal hier die Treppe hoch.
denn ich verschwinde jetzt. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Es tut mir schrecklich leid, aber zu diesem Zimmer ist der Zutritt zurzeit verboten. Das geht nicht gegen euch, es ist halt nur so, dass wir einen sehr nervösen Gast haben, der darauf besteht, dass sein Zimmer unter allen Umständen verschlossen bleibt. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich kann euch nicht vorbeilassen. Ja, das kann er leider nicht. Und der da wird uns auch nicht vorbeilassen. Okay. Hier müssen wir eh nicht hoch. Wir müssen hier weiter. Hier hinten wäre erstmal der Koch mit seiner Küche. Aber in Wirklichkeit müssen wir hier hinten hoch. So. Hier können wir uns in Ruhe umsehen. Um nichts zu finden, erst einmal, auf den ersten Blick. So, wenn wir dann jetzt aber nach Fallen und Geheimnissen suchen, tada, Falle gefunden. Wer bringt bitte eine Falle an einem Gemälde an, wenn er dann nicht etwas Besonderes zu verstecken hätte? So, sehr gut. Denn ich verschwinde jetzt. Was? Nichts leichter als das. So. Das heißt, wir können jetzt Schwert und Umhang verlassen und gleich nach nebenan gehen. Helm und Umhang, nicht Schwert und Umhang. Und ihm den Helm bringen. So. Einmal Quicksave machen, dann gehen wir hier rein. Nichts leichter als das. Und bringen ihm den Helm. So. Noch einmal zur Sicherheit ein Quicksave. Ihr benötigt etwas, Fremde? Vielen Dank, dass ihr mir den Helm von Baldurian bringt. Es macht Spaß, mit euch Geschäfte zu machen. Hier ist eure Bezahlung und ich nehme den Helm. Jetzt muss ich weg, aber ich lasse euch in der Obhut meiner Diener, die euch hinaus begleiten werden. Meine Diener sind gerade nicht für ihren Sanftmut bekannt, also würde ich an eurer Stelle so schnell wie möglich gehen. Er gibt uns Gold. Er nimmt den Helm. Er hetzt seine Diener auf uns. Und er will abhauen. Naja, das lassen wir uns nicht gefallen. Beinahe unter meiner Würde. So viele Sachen lassen wir mit uns garantiert nicht machen. Ihr habt wie befohlen. Wir wissen jetzt, dass er Diener beschwört, wieder mal, die uns an den Kragen wollen. Was immer ihr braucht. Deswegen gehen wir hier wieder auf Nummer sicher. Was? Buffen uns schön hoch. Ich bin ganz hoch. So. Oh, nebenbei. Talisa hat ein Level abgekriegt. Hey, sie kann jetzt auch schwere Wunden heilen. Was kann sie noch? Geistige Herrschaft. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, muss das Zielwesen gegen -2 einen Rettungswurf gegen Zauber verwenden, damit der Priester keinen Zugang zu seinem Geist erhält. Unterschiede der Herrschaft. Dieser Zauber gewährt dem Priester keinen Zugang zu den Gedanken des, dem Gedächtnis oder des Sinnes des Opfers. Der Priester kann das Opfer lediglich befehlen, während der Wirkungsdauer des Zaubers bestimmte Aufgaben auszuführen. Okay. Schutz vor Blitzen. Schutz vor dem Bösen in einem Radius. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Verteidigungskoordination. Verteidigungskoordination verleiht mir betroffenem Wesen. Ach, gucken wir uns das später mal an. Ich mache erstmal einen Heilzauber hier rein. So. Ihr habt gerufen. Hast Zaubern. Ja. Gebet. Segen. Minz platziert sich hier. Du noch eine Schutzsphäre auf dich. Oh, Minz wurde gar nicht von den... Warum hast du überhaupt den Bogen angelegt?
Witz wurde gar nicht von manchen Sachen erwischt. So, danke, dass ihr mir den Helm bringt. So, jetzt tauchen die Gegner auf. Du kämpfst gegen die, ihr beide haltet den auf. Ihr drei greift den Magier an. Dina hier bombardiert den Magier. Mit Zaubern. Und er ist tot? Ja, er ist tot. Gut. So, Dina hier. Auf den behelmten Alp. Sehr gut. Und es sind alle weg. Schon erledigt. Ha. Das hat uns jetzt wieder Erfahrungspunkte gebracht. Und die Stats hier sehen böse aus. Ja, definitiv. Ja, das hat uns nochmal einen guten Schwung Erfahrungspunkte gebracht. Wir haben jetzt schon über 90.000 Erfahrungspunkte mit ihr. Oh, mit ihm auch. Mit ihm auch. Also wir sind schon längst über das Limit vom Hauptspiel drüber. Hier steht es ja irgendwo. 89.000. Mit Imoen auch. Nur mit ihr noch nicht, ja? Mit ihr auch auf jeden Fall. Gut. Das heißt, wir können uns jetzt mal in diesem Haus hier noch umgucken. Also erst einmal natürlich hätten wir gerne unseren Helm zurück. Ja, und seine Robe können wir auch gleich mitnehmen. Oh, ein Zauber. Das identifizierbare Zeug kommt mal zu ihr. Das verkaufbare Zeug bleibt bei mir, Khalid und Minsk. Ah ja. Das können wir hier identifizieren und das kann auch noch verkauft werden. Sehr schön. Ah, pack mal die Spiegelaugentränke zu ihr, dann nehmen sie da keinen Platz weg. Das kann alles verkauft werden, sehr schön. Was wollt ihr? So, im Moment. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Du schaust dich noch hier nach wertvollem Zeug um. Ja? In der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwelche unsichtbaren, imaginären Gegner uns noch sehen. Immerhin ist verlangsamt. Toll. Dünner hier, komm mal zu Immerhin. Ah, etwas Gold. Trag mal den hier. Auch wenn du den noch nicht identifizieren kannst. Aber was sicherlich bald, wenn du auch ein Level abgekriegt hast. Gut. So. Wir gehen jetzt noch schnell Sachen verkaufen. Dafür nehmen wir einen Umweg über das Gebiet. Weil wenn wir über das Gebiet gehen, kommen wir hier, glaube ich. Gut. Genau, nah an dem Zauberer-Ding vorbei. Und ich glaube, die Schutzformel, mache ich auf jeden Fall mal ein Quicksave vorher, die identifiziere ich dann da drin. Und wenn es wirklich so eine verfluchte Formel ist, dann verkaufen wir die halt einfach vorher. Da ist sie wenigstens ein Gold wert. Nichts leichter als das. So. Ah ja, Quicksave. Ja. So. Zeigt mal, was ihr habt. Ich würde nämlich gerne... Nein, das Ding identifizieren. Fluch der Ungeschicklichkeit. Ja, das beantwortet meine Frage. Gorayen, ja. Wäre auf eure Taten stolz. So. Zeigt mal, was ihr habt. Den Joll wollen wir verkaufen. Das Langschwert, das magische. Robe des Abenteurers. Böses entdecken. So, das war Talisa. Bei ihm haben wir sehr viel mehr zu verkaufen. Schutzamulett brauchen wir nicht mehr, wie gesagt. Ja, die Stiefel nicht.
Die Stäbe allerdings brauchen wir nicht. So, die können verkauft werden. Die Scharfschützenarmbrust verkaufen wir jetzt mal, habe ich gesagt. Die Bolzen können wir nicht verkaufen. Stab und Langschild. Fluch der Torheit. Nicht das Schnelligkeitsöl. So. Hast du noch was im Moment? Nein. Den Fluch der Torheit leg mal ab. Und die beiden Sachen, die können wir irgendwie nicht verkaufen. Die legen wir vielleicht irgendwo in einem Schrank ab. Oh, ich habe vergessen, nicht die Schriftrolle zu verkaufen. So. Die ist nämlich genau ein Gold wert, wenn sie nicht identifiziert ist. Was? Gut. Gut. Nichts leichter als das. Wo ist die nächste, der nächste Kanaldeckel? Da oben. Da sind sogar zwei. Gut. Das bedeutet nämlich, wir haben alles. Jetzt, naja, okay, wir haben noch die beiden Nekromanten, aber für den einen müssen wir jetzt eh in die Kanalisation. Aber ansonsten haben wir alles. Wir sind mit Baldur's Gate, also mit der Stadt Baldur's Gate, soweit durch. Abgesehen von der Hauptquest. Das heißt, ich speichere jetzt erstmal wieder. Mal wieder richtig, LP033. Großes P bitte. Und dann sehen wir uns gleich wieder.